Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir! Yay! Ja, heute habe ich schlechte Laune, wie man am Anfang gesehen hat. Ich habe gestern bei der Telekom angerufen und ich habe euch ja gesagt, am 11.10., also an einem Samstag 2014, sollte ich meine DSL-Leitung bekommen. Meine DSL 50.000er Leitung, also mit 10 Mbit Upload. Und ja, es wurde storniert. Ich finde es natürlich grandios an dem Tag, wo ich die ganze Zeit darauf gewartet habe. Ich meine, was habe ich an dem Tag gemacht? Ich habe nach Sofas geguckt und so weiter und so fort, aber die meiste Zeit saß ich da dann, ne? Und habe gewartet, bis meine Internetleitung da ist. Und was ich gemacht habe, ich habe Speedtests absolviert. Ich kann euch das mal kurz zeigen, diese Speedtests, ja, die ich da gemacht habe. Und zwar, einmal mal, das ist Google. Nein, nee, auch nicht. Nee. Das ist ja. Hier sieht man das, also hier, diese, ich benutze immer. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wirklich simpel, weil man nicht viel eingeben muss. Man muss nur Test starten drücken. Dann wird der nahegelegenste Server gesucht. Und dann wird geguckt, wie schnell das Internet, wie der Ping ist. Ich habe einen Ping von 12. Also es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, die Downloadgeschwindigkeit ist circa 10, nicht ganz. Wie gesagt, meine VDSL-Leitung ist noch nicht da. Ich habe mich gestern so beschwert, das glaubt ihr gar nicht. So, dieser Balken lädt jetzt hier die ganze Zeit. Da ist er ganz glücklich. Und jetzt kommt die Upload-Geschwindigkeit. Das ist das absolute Highlight. Boah, mehr geht ja gar nicht. Oh, guck mal, wie viel Platz hier noch ist. Schaut euch mal, wie viel Platz hier noch ist. Und wie viel die Upload-Geschwindigkeit beträgt. Wow, 0, wow, ohne Scheiß, das ist ein Rekord, Leute. Das ist ein Rekord, wahrscheinlich für die nächsten 5 Minuten. Und dann sinkt es wieder auf 0,5. Also wie ihr sehen könnt, es ist wirklich, wirklich scheiße. Ich habe mich gestern so beschwert und das Witzigste war ja, ich rede so mit ihr, ja, hallo, nehmen Sie Drogen? Wie sieht es mit meiner Internetleitung aus, ne? Wo ist die, ne? Ist die irgendwie, hat sich ihr Flug verspätet oder sowas? Und dann, ich war wirklich sauer, ne, was ich gemacht habe. Ich habe wirklich für eine lange, lange Zeit, also ich war wirklich sehr sauer und das hat sie auch gemerkt und ich habe mich auch beschwert die ganze Zeit, weil es geht einfach nicht. Das Beste ist, ja, das kommt jetzt noch, das Allerbeste ist, sie hat mir so gesagt, ja, es tut mir leid, das Internet kommt aber bald, das ist ein anderes, ne? Da ist ein Fehler unterlaufen und ich so, okay, wann denn genau? Ja, am 15.11. Okay, ja, das ist ja gleich Mittwoch, ne? Und sie dann so, nein. Und ich so, Moment mal, heute ist doch erst der 10. Monat. Und ja, heute ist der 10. Monat, das bedeutet, dass ich noch, ne, genau. Also es tut mir wirklich leid, es ist nicht so, dass ich das mit Absicht mache oder sowas, sondern ja, das Beste war ja noch, sie hat mir ein Geschenk angeboten als kleine Entschädigung. Ich sag so, nee, ich warte lieber später, bis Weihnachten ist, dann will ich Geschenke und nicht vorher. Ich weiß gar nicht, was die immer mit ihren Geschenken haben, jetzt suche ich mir einen anderen Anbieter, weil das geht mir so auf den Pisser, Alter, das geht mir so auf den Pisser. Deswegen, ich bin gerade noch am Anrufen und so weiter und so fort. Aber ich will euch sagen, ich werde auf jeden Fall noch, meine Hand tut weh nach einer Zeit. Obwohl die Kamera so leicht ist, Alter. Ich habe zu viel Krafttraining, zu viel Muskeltraining. Meine Muskeln haben gar keinen Bock mehr zu tragen, glaube ich. Ich suche mir einen anderen Anbieter und ich versuche trotzdem Video täglich zu machen. Also sollte eigentlich klappen, denke ich. Ja, müsste eigentlich klappen, Leute. Müsste wirklich eigentlich klappen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt zwei Kanäle und nicht nur einen Kanal. Bei einem Kanal würde ich sagen, alles klar, lassen Sie sich ruhig 3 Monate Zeit. Ist ja vollkommen egal, ne? Wir haben es ja nicht eilig, liebe Telekom. Aber bei zwei Kanälen sage ich mir, ficken Sie sich. Ich suche mir einen anderen Anbieter. Deswegen versuche ich trotzdem täglich Videos hochzuladen. Und ab nächste Woche auch. Mein Arm muss ich ändern. Auf jeden Fall wollte ich euch damit sagen, dass sich die Danny Burnage Woche ein bisschen verspätet. Die Danny Burnage Woche ist eine Woche, wo ich ungefähr 2 bis 3 Videos auf meinem Hauptkanal hochlade und das täglich. Battlefield, COD und mehr so Ego-Shooter-Stuff und sowas. Das andere kommt ja auf meinem zweiten Kanal, aber ja, das ist problematisch, weil ich habe auf meinem zweiten Kanal auch irgendwie 4 Videos hochgeladen, weil es geht ja schnell, ne, mit so einer guten Leitung. Aber, ja. Gut, das war nur eine kleine Info. Ich werde trotzdem die nächste Woche jetzt mehr Videos hochladen, versprochen. Und das jetzt wirklich ab morgen kommen wir wieder Videos und das regelmäßig. Nur halt, ich muss mich halt dann gewöhnen, dass ich irgendwie einen halben Tag für ein Video brauche. Ja, leider ein bisschen schade. Aber ich meine, es gibt Schlimmeres. Okay, nein, eigentlich nicht. Aber okay, wenn es euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen mit einem Daumen nach oben. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao!